Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge sind wir durch Route 2 durchgelatscht, ne? Das ist ja Route 2, oder? Und ja, haben ein paar Pokémon gefangen, unser Team ein bisschen erweitert. Mit erweitert meine ich verdoppelt, also die Größe verdoppelt. Und ja, Name immer noch ausstehend. Und ja, wird wahrscheinlich der letzte Part, den ich heute aufnehme, weil irgendwie bringt mich mein Hals irgendwie voll um, wo ich erst nur anderthalb Stunden aufgenommen habe. Und ich habe schon mal mehr aufgenommen, aber ich muss sehr viel lesen in diesem Projekt. Das könnte vielleicht da anliegen. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Naja, kann sein. Ich tue ja sehr viel, Dennis. Ich tue sehr viel lesen, deswegen ist, was ist das für ein Ding? Warum haben die alle so Blubschaum? Sensekt. Irgendwie sehen alle Pokémon bisher ein bisschen derpy aus. So. Oh Gott, Käfer ist da, glaube ich, sehr effektiv gegen Unlicht, ne? Ich glaube, ich muss ein bisschen Routenschlag einsetzen, damit ich mit Koro irgendwas reißen kann. Er zieht da nichts ab. Käfertrotz. Gott. Sehr effektiv. Ja, zum Glück habe ich keine Spezialangriffe. So. Mir, du machst jetzt keinen Schaden, ey. So, sieht doch schon mal besser aus. So. Schon zwar jetzt auch voll derbe Schaden, aber wenigstens schafft Koro mal zum ersten Mal irgendwas aus eigener Hand hier zu erledigen. Ruck, zuck, keep. Da! Ah, ja, mit Koro ist jeder Kampf auf Leben und Tod, habe ich so ein Gefühl. Ja, und der Beste. Erfahrungspunkte erhalten. Oh, du hast noch eins. Na okay, das war schon. Ich kann nur einen erledigen mit Koro. Nee. Wäre schon beinahe drauf gegangen bei dem anderen Viech, ey. Soll ich jetzt gegen noch eins kämpfen? Hast du sie eigentlich noch alle? Jetzt. So, wie gesagt, Ding auch nicht so stark. Da braucht ein Spezialangriff, ey. Am besten ein spezieller Unlichtangriff, keine Ahnung, klingt nicht so aus. Biss und so, das ist alles physisch, ne? Oder Knirscher. Also ja, das wird. Wenn ein Abenteuer, das allein wird schon ein Abenteuer, irgendwie mein Kleptifuchs so zu leben, das gibt es halt einfach nicht. Das Ding ist immer noch am Leben. Vielleicht hätte ich physisch angreifen sollen. Da glaube ich irgendwie mit jedem Pokémon genau die falschen Angriffe, ne? Mein Starter hat, glaube ich, irgendwie mehr Angriffskraft als Spezialangriff und ich habe hier Glut. War so Flammenrad oder irgendwie so was, war Flammenblitz. So, null Angriff. Klauenwetter, ich glaube nicht, dass es das so sehr bringen wird. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Okay. Meine Pokémon ist noch viel stärker, wenn der nur fleißiges Kämpfen, damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. So, Klauenwetter. Öter, glaube ich, Angriffskraft. Ne? Oder kritische Trefferchance. Irgendwas anderes noch, ne? Angriff und Genauigkeit, okay, Genauigkeit. Wollte schon sagen, ich wollte jetzt Initiative sagen, aber das ist, glaube ich, Drachentanz, ne? So, so Gefühl, mein Rivale, der macht hier mal ein paar Mucken und will gegen mich kämpfen. Gott, irgendwas Neues. Was bedeutet das, wenn er so ein Glänzen ist? Ich muss das mal herausfinden. Wir sind immer so am Glänzen, was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber wo man jetzt go war dazu, wenn die irgendwie, weil die nicht blau waren, dann waren die irgendwie klein. Und wenn die rot waren, dann waren sie groß, weil ich irgendwie voll eine dämliche Funktion fand, ey. Das sieht mich doch nicht, wie groß die Dinger sind. Oh. Aber warte mal, ich habe da eine Angel, ne?
Na, warte mal, ich habe doch eine Angel, ne? Nein, nicht Karte, nur. Ich nehme an, mit Angel kann ich jetzt nicht so die allergeilsten Sachen, ja. Favorit. Wie läuft denn das? Habe ich jetzt wieder so eine Auswahl oder? Na, versuchen wir mal. Ich kann das nicht machen. Angel. Wenn du den Schatten eines Pokémon im Wasser entdeckst, wende ich und drücke den A auf die Angelrute auswählen. Aber ich muss gar nicht. Muss halt gar nicht irgendwie auf Select oder irgendwie sowas reinpacken. Huja! Zeig mal. Ein Carpador. Ich wollte schon sagen, weißt du, dieses, weil es hat Carpador in diesem Spiel und dann ist es echt ein Carpador. So. Sag mal, wie das aussieht. Carpador. Nichts geschieht. Und übrigens, ich werde mir übrigens nur neue Pokémon im Team nehmen, also nur Pokémon, die mit dieser Edition neu rausgekommen sind. So mache ich das bei jedem, bei jeder Edition. Also, und ja, mir ist bewusst, ich habe gehört, dass nicht alle Pokémon in diesem Spiel vorkommen, und das kratzt mich relativ wenig, weil ich das gerade erklärt habe. Ich nehme immer nur Pokémon, die irgendwie aus der komplett neuen Region sind, in mein Team. Deswegen stört mich das überhaupt nicht, dass keine alten Pokémon oder wenig Pokémon in diesem Spiel vorkommen. Und ja, da wollte ich also auch noch mal sagen, und wir fangen jetzt dieses Carpador. Yay. So, und ich muss jetzt mal auf Nummer sicher gehen, ob wir irgendwas anderes fangen können, aber ich nehme an, wir können nichts anderes fangen, was anderes Neues. Und vielleicht sagt der Pokémon, der Pokédex mir auch was. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Boah, eiskalt. Aber doch wurde in ein Team aufgenommen. So. Was sind das da hinten für Dinger? Die sehen schon aus wie normale Fische irgendwie. Aber Pokédex, kann ich jetzt irgendwie sehen, irgendwie. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier so bei jeder Route irgendwie so. Hey, die haben dieses Käfer-Pokémon haben sie irgendwo hier. So, ich gehe jetzt mal nachgucken. Wupp. Aber ich nehme an, gibt es nur Carpador, ne, den Angel halt, ne. Ja, einmal möchten versuchen und dann was hat so. Ja, vielleicht kommt ja auch immer nur gleich, weil hier gleiche Stelle ist, ich weiß es nicht. So. Ne, okay, reicht. Ich nehme jetzt mal einfach an, nach drei Versuchen nur Carpador, dass sie nur Carpador rumlaufen. Flucht gescheitert. Was willst du machen, um mich aufzuhalten? Habe ich mir schon gedacht, weil das Ding ist irgendwie schneller und Geschwindigkeit hängt ja irgendwie davon ab, ob man flüchten kann. Ne? Aber was will das Ding machen? Sich mir in den Weg plätschern? Hey, wer bist du denn? Hi. Jetzt habe ich zugekommen. Das ist dieser Hund, den die Assistentin hatte. Wolli. Oh. Prügel hat Ding bitte weich mit deinen neuen Angriffskraft. Oh Gott. Aber hat mehrmals getroffen, gut. Au. Okay, Prügler. Alles klar. Sagen wir nochmal. Ich soll schon Pokebälle werfen. Ich habe 50 Pokebälle. Also, ja, komm. Genau, was erreichen ein paar, ne? Hier. Komm her, Wolli.
Anscheinend schon wieder nicht im Pokédex hier, dass das Ding hier rumläuft. Das ist ein sehr großer Teil. Klasse, Voldy wurde gefangen. Erfahrungspunkte erhalten. Für Voldy wurde ein Pokédex eingetragen. Elektro. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinen Schwanzansatz. In der Galar-Region erfreut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. Deswegen das wohl. So, ist dieser Käfer ja noch am Rumlaufen. Aufpassen. Hätte auf mich zu rennen, obwohl ich da gar nicht will. Mal weg, ich habe schon einen von ihr. Schau mal, das ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Guck ich mal meine riesen Bonzentasche an. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meiner bescheidenen Anwesen, junger Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da? Hopp! Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Daniel sein. Meine Enkelin Sania hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Daniel, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium nun seit einiger Zeit. Erst wenn alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Deleon. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Teller ran und erweite deinen Horizont und rede über Menschen. Da wären zum Beispiel Tee. Du kannst dir sogar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigung, Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Deleon? Hopp und Daniel sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber wenn es nicht auch dein Traum war, es nicht auch dein Traum, dass das Galar irgendwann mal die Region der stärksten Trainer der Welt wird? Hm, da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Pff. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich eure Pokémon fit. Jetzt will ihr für ihr Vergnügen auch noch kämpfen, ey. Stimmt mit der nicht. Oh, coole Sache. Daniel, ich warte draußen auf dich. Um dich zu zerpflücken. Oh. Ein echter Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Aha. Das macht natürlich Sinn. Die hat so ein Derpy Schildkröte. Wenn Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht nur in Fair machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Okay. Was? Ich wünsche mir, dass du wächst. Du kannst mich mal. Oh. Schöne Menge, die alles anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar vom Professor Lolia selber geschrieben. Ach, das ist bestimmt von ihrer Enkelin, oder? Oder das von der, ja. Von der alten Frau. Die hat bestimmt so ein Zimmer. Also ich sehe kein anderes Zimmer, also. Das muss von ihr sein, ne? Muss einfach. It muss. Hier ist da irgendwas. Oh, ein goldener Pokéball. Der GS-Ball. Du findest TM 57 Gegenstoß. Cool. Und TMs kann man die wieder unendlich mal benutzen, so wie in den neueren Spielen. Oh, ich kann niemand erlernen.
Gut, alles klar, haben wir schon mal eine TM. Das ist doch was. Du willst diese Empfehlung von dir doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Daniel. Wo bist du denn? Ach da, boah. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Du hast jede Menge Potenzial. Deshalb will ich auch, dass du der Rivale meines Bruders wirst. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich die Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen Daniel in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für den Arena-Challenge haben. Okay, los geht's. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainer will ich auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delon der Unschlagbare gerecht werden. Wird mir ein Kampf, der sich gewaschen hat, lasst ständig die Fetzen fliegen. Hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hop erst richtig los. Okay. Roman Trainer Rob. Ich hab echt Rob gedacht. Was? Oh, die stehen sogar da im Hintergrund. Cool. Los, Kuro. Schon ein bisschen stärker geworden, das will ich gleich mal überprüfen. So, Level 6. Ja, okay. Ist doppelt so neues Level wie vorher, glaube ich. So, Clownwetzer. Sweep mal hier das ganze Team weg. Nennt man das, glaube ich, ne? Ja, ich mache das mal ein paar Mal, ne? Entschuldigung. Los, Kuro, Name steht noch aus. So, jetzt prügelt das Ding kaputt. Nein. Jetzt macht er das auch noch. Ey. Okay. Oh, viermal. Da. Oh. Der hatte ich nur mehr als dreimal, nicht mehr als dreimal. So, jetzt aber wieder auf. Das ist unsere Angriffskraft wieder genauso wie vorher. Gut. Gut. Ist irgendwie nicht sehr, ist irgendwie sehr unterschiedlich der Schaden, oder bin ich mir nur ein? Der erste Treffer zieht irgendwie so und so viel ab, dann der zweite hat doppelt so viel, der dritte hat schon wieder so wenig. Nicht sehr konstant, habe ich so ein Gefühl. Oh, bitte. Danke. Dreimal getroffen. Wolli wurde besiegt. So. Oh, Angriffskraft. Ich habe mal Angriffskraft bekommen. Jim Pep. Okay. Ja, wenn er greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams an. Oh, je mehr Pokémon sich im Team befindet, desto höher die Anzahl der Angriffe. Ah, das heißt, ah, okay. Also ich habe vier Pokémon, also greife ich viermal an oder was? Okay, da macht Sinn. Also treten unsere anderen Pokémon einfach so noch so irgendwie. Oh, ein Volltreffer. Der erste. Ein Volltreffer, ihr seid echt viel bei der Sache. Voll bei der Sache, was? Also verstehe ich dann so richtig, dass unsere Pokémon einfach so noch drauf treten. Ganz nebenbei. Ich habe irgendwie Angst, dass das Ding irgendwie in Pflanzen angefasst. Deswegen. Igni. Immer aufgefallen, diese Vorderbeine von meinem Fuchs. Den Aushaltshänden werden halt irgendwie Stiefel. Es geht mir alles. Hier kommt unsere wild wuchernde Pflanzenkraft. Zweigstoß. Was? Das ist nicht sehr effektiv. Wow. Warte, ich zeige dir mal, wie das geht. Hier Glut. Und weg bist du. Beinahe. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, du irgendwie nicht. So wie es aussieht. Tackle, nee, Ruckzuck geht, wollte ich eigentlich. Egal. Boom. So, hat gereicht. Mal sowieso schneller. Wir meinen, wie hyperaktiv mein Ding ist. Lüpp.
All die Pokémon, die du auch trainieren willst, sind hochgelevelt. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Aber das so noch Micro Anspannung. Ich kriege keine Bären runter. Ah, du bist nur Flug, ne? Was soll jetzt hier? Ich hab Bock, Kuro 1 wechseln. Boom. Oh. Pixar. Peaks. Oh, drückst du Krieg und du bist weg, ne? Komm. Ja, danke. Ich glaube, stärker sein als mein Feuerangriff. Weil er mehr Angriffskraft hat. Ach Menno, was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich dir einen willigen Rivalen gefunden. Ist irgendwie einseitig, weil ich bisher nur in den Hintern getreten habe. Dabei hatte meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist alles schon okay so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja, irgendwie schon, weil ich für alles... mein ganzes Team Erfahrungspunkte. Was für ein Kampf, Daniel. Hopp, mir fehlen die Worte. Ach, damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Das ist bestimmt voll traurig für den Zuzwungen. Er ist halt ein Level 100er irgendwie so Noobs irgendwie hier auf Level 1 sich prügeln. Hier zugucken. Ein Empfehlungsbeschreiben, das möglich wird, um an eine Arena Challenge teilzunehmen. Ich mag, dass das alles so Pixel-Grafiken sind, diese Bilder. Danke, Delo. Ich schwöre, ich werde bei der Arena Challenge voll durchstarten. Man merkt, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Gloria und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp! Früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich so sehr auf Nebensächlichkeit konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun schon zu einem richtig großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Daniel. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Daniel? Lass uns ab sofort trainieren, wieder, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delon zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Einer von uns? Ich. Einer von uns. Na Logo, es kann nur einen geben. Es sind immer ein Rivalen. Wir sind immer ein Rivalen. Was zum... Oh. Was ist denn das? Direkt mal einstecken. Hey Daniel, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. In Galar verstreuen Steine, denen die geheimnisvolle Energien innewohnen. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon deiner maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlichen starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp. Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheime Kraft sicher nicht entlocken. Wollt ihr beiden mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialisten in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Daniel und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das war bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spare deine Energie lieber vom Morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seid ja, ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Wo kommst du her? Ihr ist doch nicht mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Oh, Curry. Okay. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp. Du hast doch
erwähnt, dass irgendein merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Daniel hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich so gut an gar nicht sehen. Was? Bist du denn für ein Idiot? Erst wenn wir mal sagen können, das sieht aus wie, okay, ich wollte jetzt sagen, das sieht aus wie ein Wolf oder so, aber ich nehme an, normale Wölfe und so gibt es in der Pokémon-Welt gar nicht, also. Na toll. Und ich spreche nicht, also von mir kriegt ihr nichts raus. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Daniel, und hopp. Das ist ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und ist sofort angezogen. Wenn sich in der Nähe als Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht deiner Maximierung von Pokémon. Das sind Dynamax-Bänder. Ist das nicht schon ein bisschen zu früh? Dann sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaximieren, stimmt's? Als nach dem anderen, junger Mann. Ich kann der Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz einfach ist das nicht. Erst müssten einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So führt ihr auch in Hand und Bringen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, mach mir ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Daniel, fertig, los. Na, Y. Ipsicom, was? Ipsicom öffnet jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielen. Nach das Online-Dingen irgendwie hat. Ich habe ein Voldiger. So, oh. Warum ist das als mein Standardding? Wird das nicht irgendwie an meinen Dingen ja sich anpassen, an meinen Starter hier im Pikachu? Keine Ahnung. Sperren. Nein, ich will nicht, dass jeder erfährt, dass ich einen Voldi gefangen habe. Mann. Sollte vielleicht mal mit euch reden, bevor ich weitergehe. Ja, sollte ihr herumreisen und möchte ja okay. Ich frage mich, was es mit diesem merkwürdigen Pokémon aus seinem Schlummerwald auf sich hat. Die lässt mir das keine Ruhe. Die ist voll hübsch. Ist mal ganz ehrlich. Voll putzig sieht die aus. So. Hey Daniel, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Warten. Jetzt sicher auch schon im großen Gras wie aus diesem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Nein. Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreicht und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeift dann einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Weil du vergessen hast, wie man pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Übrigens, ab jetzt zählt es dann, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Okay, wie viel habe ich schon? 10. Wer beide im Brassbury Bahnhof erreicht haben, gleich mir, wer mehr hat. Du weißt ja, welcher Bahnhof ich meine, oder? Ja, der einzige, der da war. Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Okay, mich würde es echt freuen, wenn du nicht, den ganz auf meiner ganzen Reise immer bei mir bist. Ey. Ist ein bisschen nervig. Aber ich habe das Gefühl, dass genau das, was hier passieren wird. Hey, bleib gefälligst im Gras drin. So, ich gehe mal noch mal zum Bahnhof und dann war es, glaube ich, auch für diesen Part. Ne. Ne, der ist schon wieder. Meine gute Frage, wie viele Pokémon habe ich eigentlich? Ich habe 8. Was ist das denn? Was ist? Ja, Spiele, den du über die Lokalverbindung willst, werden ausgewertet. Alles klar. Runde 2. Da wird noch was stehen. Brassbury. Krassbury.
Hi. Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen? Ich glaube nicht, dass der weiß, was schleichen ist. Der Bahnhof ist da drüben, Daniel. Ja, ist ja gut, Mann. So, wir gehen mal hier rein, heilen uns, tun die ganzen unwichtigen Neben-Pokémon, die wir im Team haben, hier deponieren und Krabador. Dann machen wir weiter mit unserer Reise. Aber nicht in diesem Part. Ich mache erstmal und deponiere hier meine Pokémon ein, mein Pokémon 2. So. Alles klar. 9 und 11. Das ist doch mal ein gutes Level. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder am Bahnhof hier und unser Abenteuer beginnt dann so richtig, ne, würde ich sagen. Okay, ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.